einer Nacht des Protests am Istanbuler Taksim-Platz. Demonstranten wie Polizisten wirken erschöpft. Die Tränengasgranaten, die die Polizei gestern abgefeuert hat, waren anders als sonst. Meine Freunde und ich, wir waren dem Rauch ausgesetzt und ich bin in Ohnmacht gefallen. Am späten Abend waren Polizisten in den zentralen Gezi-Park eingerückt, wo die Demonstranten ein Protestcamp errichtet hatten. Viele flüchteten in Panik. Dabei sollen zahlreiche verletzt worden sein. In einem Hotel wurde eine Station für die Verwundeten eingerichtet. Der Gouverneur von Istanbul gab den Demonstranten die Schuld für die Eskalation. Sie hätten die Polizei angegriffen. Überall ist Taksim, überall ist Widerstand, rufen sie. Auch in Ankara gingen gestern Abend wieder zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen den autoritären Führungsstil von Ministerpräsident Erdogan zu protestieren. Sie befürchten eine zunehmende Islamisierung des Landes. Heute will Erdogan mit Vertretern der Protestbewegung sprechen. Doch bislang gibt sich der Ministerpräsident in seiner Linie kompromisslos. Ein Ende der Proteste scheint also vorerst nicht in Sicht. Ja, wir waren gestern Abend auf dem Platz. Zu dem Zeitpunkt war eine sehr friedliche, ausgelassene Stimmung. Wir waren relativ zentral gestanden, vielleicht 20 Meter von den Wasserwerfern entfernt. Wir hatten dann das große Glück, dass wir uns ein bisschen zurückgezogen haben. Wir wollten etwas essen gehen kurz. Und genau in diesen Minuten ging es dann los. Und dann hat die Polizei sehr, sehr massiv zugeschlagen, hat Wasserwerfer eingesetzt. Der ganze Platz wurde in Tränengas gehüllt. Mir geht ein Bild die ganze Zeit nicht aus dem Kopf. Ein Mann, der im Rollstuhl saß, die Türkei-Flagge in der Hand hielt und von Wasserwerfern weggeschossen wurde. Also die Polizei hat extrem massiv eingegriffen. Es gab aus meiner Sicht auch keinen wirklichen Anlass dafür, sondern es ging wirklich als Überraschungsattacke los. Die Demonstranten und wir auch sind dann in die Nebenstraßen geflüchtet, sind in die Kneipen geflüchtet. Jeder hat gehustet, jeder hat versucht, sich mit Milch die Augen wieder auszureiben. Manche mussten sich übergeben. Und als dann ja so das Husten einigermaßen wieder in Ordnung war, dann kam einfach die große Wut über, wie die Aktivisten sagten, doch sehr, sehr perfide Taktik. Erst die Demonstranten alle auf den Platz zu lassen und wenn der Platz richtig gefüllt ist, dann zuzuschlagen. Aber in ihren Augen passt das in das Muster der Strategie von Erdogan. Schließlich hatte er vorgestern auch noch Gespräche den Demonstranten angeboten und einen Tag später dann zugeschlagen. Die Gespräche waren ja für heute geplant zwischen Erdogan und den Demonstranten. Meinen Sie, die kommen jetzt noch zustande? Er soll heute Nachmittag Gespräche geben. Die Frage ist natürlich jetzt, auf welcher Ebene. Es sollen sich Künstler mit Ministerpräsident Erdogan treffen. Allerdings kommen diese Künstler nicht direkt aus den ersten Reihen der Protestbewegung. Jetzt muss man sich fragen, was wird daraus entstehen? Was wird sich daraus entwickeln? Man kann hoffen, dass auch diese Künstler vielleicht einen Kompromiss erzielen werden, dass Erdogan vielleicht sagt, okay, was wollt ihr? Wir wollen einen Park. Ich gebe euch einen Park. Das wäre vielleicht die wünschenswerte Lösung. Es könnte aber auch sein, dass sich Erdogan nach wie vor hart zeigt und dann, ja, möchte ich nicht wissen, was in der kommenden Nacht passiert. Dann könnte das Ganze vielleicht noch ein schlimmeres Ausmaß erreichen, als es in der vergangenen Nacht der Fall war.